Er war Bundesinnenminister, als der linke Terror der RAF die Republik bedrohte. Er ärgert sich seit Jahrzehnten über die jeweiligen FDP-Vorsitzenden. Und er hat mit 90 Jahren frischere Ideen als viele 19-Jährige. Herzlich willkommen, Gerhard Baum. Ja, freue mich, hier zu sein. Herr Baum, Sie sorgen sich dieser Tage sehr. Ich zitiere Sie, die AfD ist die größte Gefahr für unsere Demokratie seit Gründung der Bundesrepublik, sagen Sie. Und das als jemand, der schon viele Gefahren für die Demokratie der Bundesrepublik erlebt hat. Warum? Ja, also Sie müssen sich vorstellen, politisch wach wurde ich unmittelbar nach Kriegsende. Und wir haben uns gefragt, wie konnte das passieren? Mit den Nazis. Was haben die Deutschen da? Was steckt in den Deutschen, einen rassistischen Massenmord zu begehen und die Welt in Brand zu stecken? Mhm. Und wir haben also gespürt, da ist noch was nach dem Krieg. Die alten Nazis waren noch da. Sie waren in der FDP, sie waren in Schlüsselpositionen, sie waren Funktionseliten der neuen Republik. Auch im Kanzleramt. Überall. Und da haben wir, ich wollte zum Beispiel in der Schule eine Feier machen, eine Gedenkstunde für die Widerstandskämpfer des 20. Juli. Das Lehrerkollegium hat gesagt, das waren Eidesbrecher. Die haben den Eid auf den Führer gebrochen. Das geht nicht. Das war die Stimmung. Und wir haben also dann uns überlegt, was machen wir? Und das war eine Motivation für mich, dieses Erlebnis, dass viele Deutsche ewig gestrige waren, sich nicht bewusst waren, was eigentlich passiert ist. Da habe ich überlegt, resignierst du? Ist das überhaupt ein Projekt, die Demokratie in Deutschland? Kann sie denn erfolgreich werden, die Demokratie? Oder muss man für sie kämpfen? Warum ist die AfD die größte Bedrohung? Weil sie anknüpft an diese deutsche verhängnisvolle Tradition, an das Völkische. Ein Volk, ein Staat, ein Volk, ein Staat, ein Führer, stand bei der auf dem Nazi-Transparent. Mhm. Das Völkische, das da drin steckt, ist die eigentliche Gefahr, der Rassismus. Und deshalb hat auch das Bundesverfassungsgericht in dem NPD-Urteil gesagt, das ist eine Ausgrenzung von Minderheiten. Das ist eine Verletzung der Menschenwürde der Minderheiten, die nicht deutschstämmig sind, die nicht von hier sind, die nicht zu uns gehören. Der Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, die Sympathisanten der AfD hätten vor allem schlechte Laune und die würde schon irgendwann wieder vergehen. Also ich warne davor, diese Gefahr zu verharmlosen. Ich übertreibe nicht. Ich fühle, dass es mehr ist als nur die AfD. Es gibt einen Strom von rechtsextremistischen Tendenzen, auch in Teilen des Bürgertums. Die Sicherheitsbehörden sagen, ein Teil der Mitte radikalisiert sich seit langem. Sie sind Demokratieverächter. Das heißt also, wir haben eine Gefahr, der wir ins Auge sehen müssen. Das sind nicht nur schlecht gelaunte Protestwähler, sondern die haben eine Affinität zu der Botschaft der AfD. Sie sagen, auch der Bundeskanzler müsse Klartext zur AfD sprechen. Wie sähe das aus? Dass er die Gefahr benennt, er sollte sich mal am Bundespräsidenten orientieren. Der Bundespräsident sagt es ja. Es sagt eigentlich niemand so deutlich. Ich bin ganz erstaunt. Offenbar haben die Furcht, dass sie die AfD aufwerten. Was soll eigentlich noch passieren? Aber dass der Bundespräsident härtere Worte findet, klarere Worte, das ändert ja auch nichts an der Situation, oder? Ja, Sie müssen die Gefahren benennen. Wenn Sie eine Krankheit haben können, müssen Sie die Krankheit benennen, um sie heilen zu können. Sie müssen die Menschen auf die Gefahren hinweisen. Die Demokratie muss belebt werden. Die Menschen müssen für die Demokratie kämpfen. Glauben Sie echt, der Bundeskanzler hat die Gefahr, die von der AfD ausgeht, nicht erkannt? Natürlich hat er sie erkannt, aber benennt sie nicht. Ja, er weiß der Teufel. Ich weiß nicht, kenne ich seine Motive nicht. Übrigens, hat er Angst? Ja, er hat ja wohl Sorge, sie dadurch aufzuwerten. Aber die Sorge ist völlig unberechtigt. Sie sind ja da. Sie sind nicht nur in Parlamenten von Husum bis Berchtesgaden. Sie haben Netzwerke in unserer Gesellschaft. Ein Hauch von Weimar spüren Sie, haben Sie auch gesagt. Ja. Würden Sie denn sagen, AfD-Politiker sind Nazis?
Also sie vertreten eine Nazi-Ideologie. Ich sage, ich habe die alten Nazis nach dem Krieg erlebt. Diese Leute, die Minderheiten verachtet haben, die nicht zur deutschen Schuld standen, die ein verlogenes Heimatbewusstsein haben, sich von der Welt abgeschottet haben. Und die sind wieder da. Diese Typen sind wieder da. Blicken wir auf Ihre Biografie, Herr Baum. Sie wurden am 28. Oktober 1932 in Dresden geboren. Ihr Vater war Rechtsanwalt. Ihre Mutter war die Tochter eines Textilindustriellen aus Moskau, eine Russin. Der Großvater königlicher Geheimrat. Das klingt sehr wohlhabend, wie Sie aufgewachsen sind. War das auch so bis zum Kriegsbeginn zumindest? Großbürger, würde man sagen, heute. Mein Großvater mütterlicherseits war übrigens, ist in der Ukraine geboren, in Charkow. Also ich habe eine russische Wurzel, eine tiefe Empathie für Russland. Meine Mutter hat sich als Russin geführt, übrigens als russische Emigrantin. Nicht vor der Oktoberrevolution sind die geflohen nach Berlin. Also ein Flüchtlingsschicksal schon früh. Aber ich habe eine tiefe Sympathie zu Russland und die steckt auch in meiner Familie. Und der andere Teil war also eine sächsische großbürgerliche Familie. Sie mussten quasi die ersten 13 Jahre Ihres Lebens unterm Hakenkreuz verbringen. Haben Sie trotzdem die Erinnerung, dass es eine schöne, fröhliche Kindheit war? Zu Hause ja. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, ich war im Jungvolk, BIMF. Ja, hatte eine Uniform und glaube ich zweimal in der Woche musste ich dahin und da wurden Geländespiele gemacht, Lieder abgesungen, durch die Landschaft gerobbt, vormilitärisch und wir mussten alle möglichen Sachen machen. Also nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler, 20. Juli, gab es eine große Kundgebung an der Elbe. Da haben wir jubeln müssen, dass der Führer gerettet worden ist. Nicht? Also wir waren eingebunden in ein strenges System, beobachtet von Ortsgruppenleitern. Ich habe gespürt, dass das ein Unrechtsstaat war. Die Juden verschwanden, unsere jüdischen Mitbewohner verschwanden plötzlich. Also das alles war spürbar, aber wir lebten in einer Stadt, die völlig unzerstört war. Verstehen Sie? Bevor der Angriff kam, habe ich abends meinen Schulranzen gepackt und habe gesagt, morgen gehst du wieder in die Schule. Mhm. Wir haben auch ein Foto von Ihnen damals auf einem Dreirad. Ja. Sieht eher aus wie eine bayerische Tracht, die Sie da anhaben, aber es war in Dresden. Es heißt ja, Herr Baum, Ihre Familie sei in kritischer Distanz zum NS-Regime gestanden. Wie äußerte sich das, diese kritische Distanz? Also die äußerte sich, wenn ich mich erinnern kann, in der Entscheidung meines Vaters, das Angebot in die Kriegsgerichtsbarkeit zu gehen, abzulehnen. Mhm. Ja, so, weil er dort auch Todesurteile hätte fällen müssen. Er wollte nicht eingebunden sein in eine Unrechtsjustiz. Mhm. Und dann wurde er eingezogen als einfacher Soldat, hilflos. Er war ein Mann, völlig unsportlich. Er stand dann plötzlich am Bahnhof mit Gasmaske und Karabiner und sowas. Hier sehen wir übrigens Ihren Vater mit Ihnen und Ihren Geschwister. Sie salutieren da am Bildrand. Ja. Bei einem Heimaturlaub, 1943 war das. Und in Ihrer Biografie, Herr Baum, schreiben Sie über Ihren Vater: Als ich 9 Jahre alt bin, verändert ein Ereignis mein Leben und es wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Die Abreise meines Vaters an die Front. Vater wirkte todtraurig und ich hatte ihn von diesem Moment an als Vater verloren. Ja. Inwiefern? Er war nicht mehr da. Also ich bin vaterlos aufgewachsen, praktisch. Das, was wir gerade gesehen haben, das war quasi das die war letzte der Begegnung? Ja, ich habe das gar nicht damals so empfunden. Ich dachte, er kommt irgendwann wieder und das normale Leben geht weiter. Aber es ging nicht weiter. Sie wurden als 12-Jähriger auch für den Volkssturm gemustert. Ja. Das sollte Hitlers letzte Reserve, hieß es, sein. Also auch Kinder darunter. Erinnern Sie sich noch an diese Musterung? Ja, merkwürdigerweise erinnere ich mich. Da kam jemand unserer Wohnung und hat mich medizinisch untersucht. Und dann, man hat gesagt, irgendwann kriegst du einen Einberufungsbefehl. Nicht? Also, und wir kennen ja den Film zum Beispiel Die Brücke, wie die jungen Leute verheizt worden sind. Nicht? Versteht man sowas als 12-Jähriger? Nein, ich habe das nicht verstanden. Ich habe auch die Zerstörung Dresdens nicht verstanden, was da eigentlich vor sich ging.
Wir haben hier ein Bild von dieser Bombardierung Dresdens auch vorliegen. Sehen die totale Zerstörung 13., 14. Februar 1945. Ja. Eine Zäsur auch in Ihrem Leben. Welche persönliche Erinnerung haben Sie an diesen schrecklichen Tag? Also die tief sitzende Erinnerung ist, du sitzt hier im Keller und bist der Gewalt ausgesetzt. Die Bomben knallen um dich herum. Du kannst nichts tun. Du bist absolut ausgeliefert einer Gewalt. Und dann brannte alles. Es war unglaublich. Die Stadt stand in Flammen und erhitzte sich. Also die meisten Leute sind erstickt, weil der Sauerstoff verbraucht wurde. Und unser Haus brannte auch. Und wir saßen dann eine ganze Nacht irgendwo draußen auf unseren drei Koffern. Und ich habe dieses Schauspiel angeguckt. Ich konnte es nicht begreifen. Es war für einen 12-Jährigen unbegreiflich, was da passiert ist. Am Grunde ging ein Leben zu Ende. Sie müssen sich vorstellen, meine Mutter mit drei Kindern, allein auf sich gestellt. Als Russin wollte sie die Russen nicht als einmarschierende Truppe erleben, ist dann geflohen nach Bayern und hat ihr Leben in die Hand nehmen müssen. Sie hat ihr eigenes Leben organisieren müssen, von Grund auf. Und ich saß plötzlich am Tegernsee, der behütete großbürgerliche Junge aus Dresden, und musste da mein Leben organisieren. Reden wir noch einmal kurz über die Bombardierung. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie heute sehen, dass diese Bombardierung Dresdens jedes Jahr von tausenden Neonazis dazu missbraucht wird, um deutsche Täter als Opfer der Alliierten darzustellen? Das ist schrecklich. Ich habe mal eine Rede gehalten vor der Frauenkirche. Als ich da redete zum Jahrestag, liefen im Hintergrund diese Springerstiefel-Nazis gröhlend, meine Kundgebung störend, durch die Stadt. Und dieses mangelnde Geschichtsbewusstsein ist erschreckend, ist ja heute noch da. Nicht? Ich habe mal mit Gorbatschow, dem ich dann in Dresden eine Preisrede gehalten habe, den Dresdner Friedenspreis, gesagt, das ist ja schrecklich hier auch das Schicksal der Stadt. Und er hat gesagt, natürlich, aber denken Sie an Smolensk, denken Sie an Petersburg, an alles. Das ist der Krieg und er versteht nicht, und ich gehörte dazu, ich verstehe einfach nicht diese Wehleidigkeit, die da immer noch in einigen Dresdner steckt. Wir sind die eigentlichen Opfer, sie waren die Täter. Wir haben ein Foto von Ihrer Mutter, von Ihnen und Ihren beiden Zwillingsgeschwistern eben am Tegernsee nach der Flucht. Eines sollte man vielleicht noch erwähnen. Auf der Flucht wurde der Zug, in dem Sie saßen, mit dem Sie geflüchtet sind, aus der Luft beschossen. Sie mussten aus diesem Zug springen und haben mal gesagt, noch heute erschreckt Sie das Geräusch von Feuerwerk. Ja, das ist also, denn der Angriff auf Dresden begann dadurch, dass die Bomber Leuchtraketen über der Stadt abgeschossen haben. Das heißt, sie haben ihre Ziele mal durch Helligkeit näher identifizieren können. Also sie haben die gesamte Innenstadt vernichtet in einer Nacht. Mhm. Das war ja das Schreckliche. Ja. Viele Städte, da ist es nicht anders gegangen. Aber Dresden ist in einer Nacht kurz vor Kriegsende zerstört worden. Das war das Besondere. Ihr Vater ist tatsächlich nicht mehr zurückgekommen. Nein. Sie haben dann irgendwann erfahren, dass er in sowjetischer Gefangenschaft gestorben ist. Sind Sie daraus, aus diesem Schicksal, mit einem Hass auf die Sowjets quasi hervorgegangen? Oder war Ihnen schon jederzeit klar, nein, das Schicksal meines Vaters hat in erster Linie mit den Nazis zu tun? Ja, so ist es. Also ich bin als Vorsitzender der Deutschen Jungdemokraten 1966 zum ersten Mal in die Sowjetunion gereist und habe auf der anderen Seite, also auf der russischen Seite, die ja unendlich viele Opfer gebracht hat, keinerlei tiefsitzende Ressentiments erlebt gegen uns Deutsche. Anders als in den westeuropäischen Ländern. Es hat mich maßlos erstaunt, dass die Russen reagiert haben. Zwischen uns steht eine Kiste. Darin sind ein paar Gegenstände,
die für ihr Leben, für ihre Biografie, auch ihren Werdegang eine gewisse Bedeutung hatten. Ich werde sie mal öffnen und dir erst Gegenstände herausholen. Sie sind vom Tegernsee mit ihrer Familie dann nach Köln gezogen und sind bis heute dort geblieben. Ich hätte jetzt natürlich einen Kölner Dom in die Kiste packen können. Ich dachte aber, nehmen wir was Schöneres. Zwei Kölschgläser. Und weil die so leer... Kölsch hier? Ja, also weil die jetzt so leer auch nicht rumstehen sollen, würde ich gerne unseren Köbis mal bitten. Er serviert natürlich für Sie ein kühles Kölsch. Das Richtige. Das Richtige? Kölsch. Es ist ein Kölsch, also größere Werbung wollen wir hier nicht machen. Sie sind also tatsächlich bis heute in Köln geblieben, auch wenn Sie dort nicht geboren sind. Warum Köln? Warum ist es am Rhein so schön? Nein, zunächst war natürlich der Tegernsee 5 Jahre. Mhm. Und das war eine Zeit, wo wir ein schweres Leben hatten. Wir mussten unser Leben neu organisieren. Sie müssen sich vorstellen, Moralvorstellungen galten nicht viel. Wir haben geklaut, wir mussten essen, wir haben gehungert, wir haben Beeren gesammelt im Wald. Wir haben also Holz geklaut, um heizen zu können. Und ich saß jeden Tag in einem Boot, mit einem Freund bin ich über den See gerudert bei Wind und Wetter. Das heißt, der behütete großbürgerliche Junge aus Dresden, der Fuble, ist plötzlich in ein ganz anderes Leben gekommen, was zu wunderbaren Freundschaften geführt hat bis heute. Aber es war alles eine Zäsur. Man musste sich im Leben zurechtfinden. Sie müssen sich vorstellen, meine Mutter hatte keinen Beruf. Sie war eine sogenannte höhere Tochter. Die glaubte, die höhere Tochter wird geheiratet und dann ist alles gut. Nein, sie hatte den Mann verloren. Sie musste eine Existenz aufbauen. Das hat sie kämpferisch gemacht. Sie ist ein Energiebündel gewesen und hat ihre Kinder durchgebracht, dann auch später noch. Und das hat also die erste Phase war am Tegernsee. Und dann mussten wir dort weg, weil es keine Existenzgrundlage gab. Und da gab es eine Beziehung nach Köln. Und dann sind wir eben nach Köln gekommen. Und dort sind Sie eben bis heute geblieben. Stoßen wir da einmal kurz an. Wir mal einen Kölsch, ja. Was gefällt Ihnen an Köln? Ja. Köln ist eine Außer Stadt, Kölsch. Die meiner sächsischen Mentalität nahe kommt. Wissen Sie, das ist eine lässige Lebensart mit viel Verständnis für die Schwächen des Menschen. Die Schwächen hat man selber und man versteht auch die Schwächen der anderen. Ich würde das mal mit Berlin in Kontrast setzen, hier ist alles viel strenger. Köln hat eine liberale Lebensart. Jemand hat gesagt, Köln ist zwar nicht erstklassig, aber unter den zweitklassigen Städten ist es Köln erstklassig. Nicht. Naja, gut. Also ich fühle mich in Köln wohl. Gut, wir haben ein Foto, Sie als Student in Köln. Sie haben nämlich nach dem Abitur Jura studiert. Sowohl Ihr Großvater als auch Ihr Vater waren Rechtsanwälte. Mussten Sie da quasi zwangsläufig auch Jura studieren? Nein, also ich hatte einen wunderbaren Mentor. Das war wirklich ein Glücksfall, ein Mann, der mich... im Widerstand war, dem George-Kreis nahestand. Also ein Mensch, der mich politisch motiviert hat. Also von früh an, auf verschiedenen Feldern, auch der Literatur, auch der Kunst. Also ich hatte einen augenöffnenden Mentor, der nicht unbedingt ein Vaterersatz, aber so etwas Ähnliches. Und der hat mich geprägt, im Tegernsee schon, auch später. Und jetzt in Köln, ja, was sollte ich studieren? Da habe ich zunächst mal überlegt, studierst du Kunstgeschichte? Habe ich in der Tat überlegt. Und dann habe ich gedacht, meine Mutter sagte, du wirst Arzt. Wollte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn du machst Politik, die Juristerei ist ein Türöffner für alle möglichen Berufe. So war es dann auch. Sie sind dann Mitte der 50er Jahre auch der FDP beigetreten. Ich meine, wieso gerade die FDP? Ja, in den 50er Jahren war die ja zumindest in Deutschland alles andere als progressiv. Zum Teil. Also ich habe von Anfang an Politik gemacht. Ich war Vorsitzender der liberalen Studenten in Köln, dann wurde ich Vorsitzender der Jugendorganisation, dann bin ich Vorsitzender der FDP geworden. Und ich bin der FDP beigetreten mit meinen Freunden, um sie zu verändern.
Ich sage auch immer heute den jungen Leuten, habt keine Scheu, ihr könnt was verändern, wenn ihr irgendwas euch engagiert. Also wir haben die FDP in Nordrhein-Westfalen war durchsetzt von alten Nazis. Aber es war nicht die ganze FDP. Da gab es Heuss, da gab es Frauenbrücher, da gab es die Hansestädte. Es gab also eine FDP, die mit vielen Facetten. Und wir wollten die Nazi-FDP in Nordrhein-Westfalen verändern. Und das haben wir auch geschafft. Offenbar. 1979 wechselte dann die FDP an die Seite der SPD. Willy Brandt wurde Bundeskanzler. 1972 bei der Bundestagswahl kamen Sie für die FDP in den Deutschen Bundestag. Und 1978 wurden Sie Bundesinnenminister. Der beste Innenminister, den wir je hatten, sagte damals Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll über Sie. Ein Bundesunsicherheitsminister, sagte Franz Josef Strauß über Sie. Wenn Sie jetzt mal kritisch auf das eigene Wirken zurückblicken, wo zwischen den beiden Zitaten ordnen Sie sich selber ein? Na gut, ich bin wäre sehr eitel, wenn ich sagen würde, das Böll-Zitat gefällt mir wesentlich besser. Aber es ist eben, wissen Sie, ich habe gerade eine Ehrung vom Bundespräsidenten bekommen, die mich sehr gefreut hat. Und da hat er meinen Lebenslauf rekonstruiert. Und auf diese Umstrittenheit ist er eingegangen. Wissen Sie, dass das für mich eine ganz große Genugtuung war, dass er mich gewürdigt hat, auch um gewürdigt hat wegen der Politik, um deren Willen ich hoch umstritten war. Das ist eine tiefe Befriedigung am Lebensende, dass sich das so rundet, nicht, dass plötzlich wahrgenommen wurde, was das bedeutet hat für mich, umstritten zu sein. Ich stand nämlich für bestimmte Überzeugungen. Ja, ich meine, Sie waren als FDP-Politiker Innenminister und das zur Hochphase des RAF-Terrors. Da stand man quasi automatisch in diesem Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Ja, ich war Datenschutzminister, muss ich mal vorstellen. Wir haben erst ein Bundesdatenschutzgesetz gemacht. Gibt es aus dieser Zeit etwas, was Sie rückblickend bereuen, was Sie entschieden haben? Na gut, es gibt einzelne Entscheidungen, die der Regierung, die ich damals für übertrieben angesehen habe. Es gab ja Leute, die gesagt haben, die RAF bringt die Demokratie zu Fall. Also die Übertreibung habe ich nie mitgemacht. Das, was Sie heute über die AfD sagen, galt für die RAF nicht. Die RAF hat, das war maßhaltig. Die AfD ist viel gefährlicher. Die RAF war eine kleine Truppe, die also keinen Staatsnotstand ausgelöst hat. Die Bevölkerung war gar nicht das Ziel dieser Truppe. Wir haben auch hier ein Foto, Herr Baum, das zeigt Sie und Ihre Tochter 1978 in einem Park in Köln. Sie beide da in der Mitte und drumherum lauter Leibwächter. Lebten Sie damals in ständiger Furcht vor Anschlägen von der RAF? Ich war mir dessen bewusst, aber Furcht hatte ich nicht. Also wenn Sie waren schon gut bewacht, wenn man das sieht. Wenn Sie das Bild ansehen, wirkt das wie gestellt. Jeder von den Männern guckt in eine andere Richtung. Mhm. Und alle hatten die Hand an der Hosentasche mit der Pistole. Ach so. Nicht? Gucken Sie mal. Sie meinen, das Foto verströmt mehr Gefahr, als es in Wahrheit gab. Nach hinten offenbar keiner. Aber jeder ist unglaublich wachsam. Und sie wussten gar nicht, dass sie fotografiert werden. Und sie hatten natürlich die Hand an der Waffe. Ja. Eine Entscheidung aus dieser Zeit haben wir auch in dieser Box. Ich habe ein Magazin aus dem Jahr 1980. Es heißt Hobby, Technik, Test und Freizeit. Die Titelgeschichte: Sommerzeit. Dieser Mann schenkt uns eine Stunde. Innenminister Gerhard Baum, das sind Sie. Damals noch mit markanterer Brille. Ja. Ja, die Sommerzeit. Am 6. April 1980 wurde sie in Deutschland eingeführt. Sie waren federführend. War das eine gute Entscheidung? Bitte? War das eine gute Entscheidung? Das war eine europäische Entscheidung, nicht? Wir konnten ja nicht eine andere Zeit haben als Luxemburg, nicht? Es war eine europäische Vereinbarung. Ich habe sie damals gelobt, ja. Ja, Sie hatten damals auch einen prominenten Mann an der Seite, der mit dafür geworben hat. Wir sehen das hier. Das ist Howard Carpendale. Wie kam es dazu? Ja, der hat sich da angeboten und weiß nicht, der hat was gesungen, nehme ich an, nicht? Mhm.
Also jedenfalls wollten wir die Sommerzeit dem Volk vermitteln. So, jetzt weiß man aber inzwischen, das ist nicht gut für den Biorhythmus. Ja. Und das, was man sich darunter vorgestellt hat, nämlich Energie sparen, das hat auch nicht so funktioniert. Ja. Also im Nachhinein eine falsche Entscheidung, Herr Baum? Damals hat das kein Mensch bezweifelt, nicht? Ist es denn gar nicht. Würden Sie denn so viel, fast 50 Jahre danach sagen, es ist Zeit, das rückgängig zu machen? Würde ich darüber nachdenken, ja. Aber das, wie gesagt, das geht nur in europäischen Konsens, ne? Ja. Die Gefahr damals zu Ihrer Amtszeit als Bundesinnenminister kam eben nicht nur von links, von Seiten der RAF. 1980 kam es während des Oktoberfests in München, eine Woche vor der Bundestagswahl übrigens, zu einem bis heute der verheerendsten Anschläge in der Bundesrepublik. 13 Menschen wurden getötet, 220 verletzt. Alle dachten, die RAF stecke dahinter. Aber tatsächlich war es der Neonazi Gundolf Köhler, Mitglied der sogenannten Wehrsportgruppe Hoffmann. Sein wahnwitziges Ziel durch den Anschlag in der Bevölkerung, den Ruf nach einem Law-and-Order-Typen wie Franz Josef Strauß quasi zu erwecken, der nämlich damals gegen Helmut Schmidt als Bundeskanzler kandidierte. Wie erinnern Sie die Situation? Also Strauß hat sich dieses Attentat sofort politisch bemächtigt und mich verantwortlich gemacht. Und dann wurde offenkundig, dass ich die Wehrsportgruppe Hoffmann Monate vorher habe verbieten lassen gegen den Widerstand des Freistaats Bayern. Die nicht ganz so gefährlich fanden. Ne? Und Sie müssen bitte jetzt in Betracht ziehen, der heutige Innenminister in Bayern hat sich Jahre danach bei mir gemeldet und hat gesagt, Herr Baum, wir haben Ihnen Unrecht getan. Toll. Sehen Sie das als Beispiel dafür, dass die Gefahr von rechts in der Bundesrepublik schon häufiger nicht so ganz ernst genommen wurde? Sie ist immer unterschätzt worden. Wir standen damals in einer Abwehr der kommunistischen Gefahr. Die Gefahr war links. Der Kommunismus war die große Gefahr. Wir fühlten uns bedroht. Und das, was passiert ist, übrigens eine ganze Reihe von rechtsextremistischen Gewalttaten. Ein jüdisches Ehepaar wurde ermordet, alles mögliche. Ich habe immer darauf hingewiesen, es gibt auch eine rechte Gefahr. Das wurde nicht ernst genommen. Viele Jahre überhaupt nicht ernst genommen. Für die Deutschen war die Gefahr immer links. Und es gibt ja auch jetzt Leute, die sagen, was reden Sie dauernd über den Rechtsextremismus? Es gibt ja auch die linke Gefahr, natürlich gibt es sie auch, aber sie ist kein Grund, die rechte Gefahr zu relativieren. 4 Jahre blieben Sie Bundesinnenminister. 1982 erhielten Sie dann Ihre Entlassungsurkunde. Auch da haben wir ein Foto, weil nämlich Ihre Partei, die FDP, quasi die Seiten gewechselt hat von der SPD zur CDU. Helmut Kohl wurde damals Bundeskanzler. Würden Sie rückblickend sagen, das war meine größte berufliche Niederlage? Ja, also wenn Sie jetzt aus dem großen Zeitabstand mich fragen, es war auch eine Demütigung. Ich war ja nicht erfolglos. Ich war wesentlichen Anteil an der letzten davorliegenden Bundestagswahl 1980. Da ging es auch um mich. Und ich habe erst langsam realisiert, dass die FDP-Leute meines politischen Zuschnitts nicht mehr wollte. Sie wollte keinen Umweltschutz, sie wollte keinen Datenschutz. Die Bürgerrechte traten in den Hintergrund. Die FDP wurde zu einer Lambsdorff-Wirtschaftspartei. Das heißt, es war das Ziel, Leute, die so dachten wie ich, in der FDP sozusagen herauszudrängen oder zu marginalisieren. Viele sind gegangen, viele gute Freunde sind gegangen. Würden Sie sagen, das war ein Wendepunkt in der Ausrichtung Ihrer Partei? Ja. Spüren Sie die bis heute? Ja. Er ist abgemildert heute, aber ist lange wirksam und es steckt noch in der Partei drin. Ja. Wir haben damals ein Programm gemacht. Was an den Rand gedrängt wurde, war die Partei der Bürgerrechte, aber auch das Sozialliberale. Das wollte ich gerade sagen. Es gab ein wegweisendes Programm, das Freiburger Programm von 1971, also eines Sozialliberalismus, der durchaus die Freiheit
in den Vordergrund gestellt hat, auch die Freiheit der Wirtschaft, aber eine soziale Verantwortung hat spüren lassen. Und das erste wirklich wegweisende Umweltprogramm der Republik. Das alles ist weggedrückt worden. Haben Sie das Ihrer Partei inzwischen verziehen, dass man Sie damals so gedemütigt hat? Was soll ich dann noch verzeihen? Ich versuche auch heute wieder die FDP zu verändern. Nicht wahr? Meine Antriebskräfte kommen nicht, indem ich mich zufrieden irgendwo zurücklehne, sondern dass ich etwas verändern will. Sie halten sich auch wahrlich nicht zurück, kritisieren Ihre Partei auch heutzutage immer wieder und haben neulich gesagt, die FDP trete immer wieder als Neinsagerpartei auf und bremse die Ampelkoalition aus. Wir haben mal ein paar Bereiche vorbereitet, in denen die FDP bislang zumindest als Neinsager gilt. Und Sie verraten uns bitte, was Sie wären mit Hilfe dieser beiden schönen Tafeln. Da gibt es einmal die Option Ja-Sager und Nein-Sager. Ich reiche Ihnen das mal und präsentiere Ihnen die Themen, bei denen die FDP bisher zumindest gerne Nein sagt. Tempolimit auf Autobahnen. Ihre Partei ist dagegen. Was sind Sie bei diesem Thema Ja-Sager? Ja. Warum? Also, ich meine, es hat eine klimapolitische Folge. Aber ich finde, wir sollten insgesamt jetzt umdenken. Es wäre ein Signal, dass wir das immer schneller, immer perfekter, dass wir im Grunde zur Einsicht kommen, dass wir die Normalität, die bequeme Normalität unseres bisherigen Lebens in Frage stellen müssen. Und das wäre ein deutliches Signal. Nächstes Thema, die Verschärfung des Waffenrechts. Auch hier ist Ihre Partei dagegen. Sie wären auch ein Ja-Sager. Das Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Da möchte Cem Özdemir aktiv werden. Herr Baum würde anders als seine Partei auch hier Ja sagen. Das Aus für den Verbrennermotor, wie er zumindest auf europäischer Ebene beschlossen ist. Ah, hier sind Sie Neinsager, genau wie Ihre Partei. Warum? Moment, ja gut. Also. Ja, was denn? Ja, also so viel Zeit haben wir. Ich will nicht dauernd Ja sagen. Also okay, da haben Sie jetzt einfach mal so Nein gesagt. So, es wurde lange gestritten über das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen. Bundeswirtschaftsminister Habeck wollte dieses Verbot möglichst schnell einführen. Bei der FDP hatte man den Eindruck, sie wollen es möglichst auf die lange Bank schieben. Wären Sie hier Ja oder Nein sagen? Also ich würde eine Mittelposition einnehmen. Ich würde sagen, man sollte zunächst verstärken die Wärmeversorgung in den Städten, wenn die zentrale Wärmeversorgung. Ja. Die Wärmepumpe, die hinter dem Konzept Habeck steht, ist das wirksamste Instrument, um die CO2-Verbrauch bei den Häusern, bei der Wärmeverlust der Häuser zu begrenzen. Ja, also so klar klingt das bei Ihren Parteikollegen nicht. Letztes Thema, was Christian Lindner ein besonderes Anliegen ist, die Schuldenbremse soll weiter gelten. Herr Baum, sind Sie Ja- oder Nein-Sager beim Thema Schuldenbremse? Ja, aber auch differenziert. Die Frage ist natürlich, was wird heute alles finanziert außerhalb der Schuldenbremse? Ist ja alles sehr differenziert. Ich würde mit mir reden lassen, wenn es um Zukunftsinvestitionen geht. Mhm. Aber finanzpolitische Solidität ist auch mein Thema. Mhm. Es ist ja so, die Grünen haben, wenn man sich das Bundestagswahlergebnis aus dem Herbst 2021 anblickt, in den Umfragen, wenn man jetzt darauf schaut, so gut wie nichts verloren, die FDP hingegen schon eine ganze Menge. Was macht sie falsch in dieser Ampelkoalition? Also die FDP ist in der Ampel unverzichtbar. Ich bin der Meinung, dass in der Ampel drei Strömungen unserer politischen Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Das Ökologische, das Soziale, um es mal zu vereinfachen, und das Liberale. Die FDP ist nicht nur Neinsagerpartei. Sie gilt als Neinsagerpartei, weil sie nicht deutlich genug das hervorhebt, was sie wirklich auch gestaltet in dieser Koalition. Man hat das Gefühl, sie eine Zeit lang das Gefühl gehabt, sie möchte so schnell wie möglich raus. Verstehen Sie? Wohin eigentlich? Ja wohin? Sagen Sie es mir. Nee. Also im Grunde, ich sehe mit Sorge die Art, wie die Ampel regiert.
Große Sorge. Nicht, dass da gestritten wird über einzelne Themen, aber wie gestritten wird, wie man sich gegenseitig herabsetzt. Und vor allen Dingen, ich denke mal an Schmidt, meinen Bundeskanzler zurück. Der hätte uns sofort zur Ordnung gerufen, wenn wir dauernd auf dem offenen Markt den Partner sozusagen... Warum macht Olaf Scholz das nicht? Was müsste er tun? Ich habe die Geschäftsordnung der Bundesregierung gelesen. In der Geschäftsordnung der Bundesregierung hat er eine sehr starke Stellung. Nicht, dass er die Richtlinienkompetenz wahrnimmt. Das ist nur für seltene Fälle vorgesehen. Nein, dass sich die Partner verständigen, erstmal, bevor sie öffentlich streiten. Ja? Einen Verständigungsversuch machen. Das hat er in der Hand. Das müsste er viel stärker ins Feld führen. Als Christian Lindner noch sehr jung war, da suchte er offenbar gerne und regelmäßig ihren Rat, hat sie auch zu Hause besucht in Köln. Es gab damals, haben Sie mal berichtet, Linsensuppe. Ich zitiere Sie, sie heißt seitdem bei uns Lindnersuppe. Wir haben auch eine da, Herr Baum, unseren Garçon. Könnten wir hier noch mal reinbitten? Ich möchte mal sehen. Eine schöne Lindnersuppe. An die Linsensuppe meiner Frau herankommt. Oh, das hoffen wir doch. Achtung, es heißt. Oh. Aber es heißt Lindnersuppe, ne? Wir haben hier eine Lindnersuppe mit Würstchen. Ich probiere sie mal, ja? Ja, probieren Sie gerne. Nicht schlecht. Nicht schlecht, so eine unsere Lindnersuppe, ja? Also, damit kein Zweifel besteht, was denn? Feldenkirchen. Christian Lindner ist ein hochbegabter Politiker, wirklich ein politisches Talent. Er ist authentisch, er ist tatkräftig. Aber ich wünschte mir mehr liberale Vision, mehr liberale Perspektiven. Wissen Sie, die Koalition repariert an einem Haus, innovativ und kreativ. Mhm. Aber man weiß gar nicht, wie das Haus am Ende aussehen soll. Die Menschen wollen wissen, wo geht eigentlich die Reise hin? Und was ist heute Liberalismus in einer so fundamental veränderten Welt? Was ist der Freiheitsgedanke heute? Ich bin der Meinung, dass die Grünen keine durch und durch liberale Partei sind. Aber es schmeckt Ihnen, unsere Lindnersuppe. Mhm. Sie haben auch gesagt, heute würde er Ihren Rat nicht mehr so suchen. Warum wohl nicht? Weiß ich nicht. Also er hat zu meinem 90. Geburtstag mich gewürdigt. Das fand ich also angenehm. Aber das gilt... Ich meine, ich habe einiges an Lebenserfahrung beizutragen. Situationen wiederholen sich ja auch. Und es gibt junge Leute in der FDP, die mein Gespräch suchen. Das finde ich sehr gut bei den Jungliberalen. Ja, da gibt es Leute wie Johannes Vogel oder Konstantin Kuhle und alle möglichen Leute, die kommen und sagen, hättest du in so einer Situation gemacht? Mhm. Da bin ich gerne bereit, das zu machen, aber ich dränge mich natürlich nicht auf. Ich bin sozusagen ein freischwebender Liberaler. Jetzt mache meine eigenen Öffentlichkeitsarbeit. Sie haben gesagt, Christian Lindner sei absolut hochtalentiert. Nach ihm ist auch eine wirklich sehr gut schmeckende Suppe benannt. Aber die Frage ist, ist er aus Ihrer Sicht heute noch der richtige Parteichef der FDP? Ja, ich wüsste nicht, wer das machen könnte. Lange war ein Defizit, dass es keine anderen neben ihm gab, die in Erscheinung traten. Das ist etwas besser geworden. Was ich vermisse, ist ein parteiinterner Diskurs, auch ein streitiger Diskurs, nicht um irgendwelche Posten, sondern wie gestaltet man die Zukunft, dass man miteinander ringt. Absolut. Und warum gibt es den nicht? Ist der von oben nicht gewünscht oder sind die anderen so ein bisschen zu lahm? Ich weiß nicht, das ist also eingebrochen. Ich bin sehr beeindruckt von Ralf Dahrendorf, der immer gesagt hat, Diskurs ist die Seele der Demokratie. Mhm. Auch die Seele einer Partei. Und im Grunde gibt es natürlich, es gibt auch im Liberalismus verschiedene Strömungen. Erinnern Sie Christian Lindner ab und zu noch daran? Bitte? Erinnern Sie Christian Lindner ab und zu noch daran? Ja, natürlich. Es gibt auch im Liberalismus verschiedene Strömungen. Wir sind zusammengesetzt aus zwei verschiedenen Parteien der Weimarer Zeit. Nicht? Das mehr Sozialliberale und das mehr Nationalliberale ist zusammengefügt. Also warum sollen nicht verschiedene Strömungen mit verschiedenen Gesichtern verbunden die Partei repräsentieren? Nicht? Ich
meine, Sie haben in den vergangenen 60 Jahren ja wirklich alle möglichen FDP-Vorsitzenden, nie eine Frau übrigens, kommen und gehen sehen. Wer würden Sie sagen, war der größte FDP-Chef überhaupt in Deutschland? Genscher, Westerwelle, vielleicht doch Lindner? Sie haben einen vergessen, Scheel. Scheel war ein wirklich gestaltender, entscheidungsstarker, willensstarker Politiker. Er hat die sozialliberale Koalition hergestellt. Er hat mit Flach, ihrem Journalistenkollegen damals, die FDP verändert, mit Mayhofer. Und er hat dann gesagt am Wahlabend 69, als wir die Wahl verloren hatten, ich mache eine Koalition mit Willy Brandt. Mhm. Gegen den zögernden Wehner, mhm, gegen den zögernden Helmut Schmidt, die uns das nicht zutrauten. Und dann hat er, damit haben wir Deutschland verändert. Wir haben sozialliberale Koalition gegründet, wir haben das Grundgesetz umgesetzt. Also diese Zäsur hat Scheel gemacht. Er kam nachts ins Präsidium, wir saßen alle da nach der verlorenen Wahl. Er sagte, ich habe eben mit Willy Brandt telefoniert, wir machen eine sozialliberale Koalition. Und dann machte er eine Pause und guckte um sich und sagte, wer nicht mitmacht, kann gehen. Haben Sie genug von der Lindner-Suppe? Ja, ich könnte Ihnen natürlich weiter. Komm, wir reden jetzt. Stellen wir die zur Seite. Ich habe noch was in der Box, Herr Baum. Erzählen Sie uns, warum wir das. Das kann ich wohl. Warum wir diesen Hubschrauber in unserer Box haben. Ja, also ich wäre beinahe in einem Hubschrauber zu Tode gekommen. Übrigens mit einer meiner Töchter. Als der Hubschrauber in Kiel im Sturm am Boden umkippte und sich die Rotorblätter in den Boden gedreht haben und wir aus der brennenden Maschine nicht rauskamen. Der hatte sich verzogen, man konnte keine Tür öffnen. Es war Sonntag früh. Ein einsamer Spaziergänger hat dann von außen die Scheibe eingeschlagen und die Piloten konnten dann die Türen öffnen, aber ich war schon bewusstlos. Und es gab eine DPA-Meldung, Baumtot. Also das ist ein traumatisches Erlebnis gewesen. Allerdings bin ich dann kurze Zeit später wieder in Hubschrauber geflogen. Uli Hoeneß hat mal als einziger einen Flugzeugabsturz überlegt. Haben Sie mit dem mal drüber geredet? Nee. Warum mussten Sie dann wieder in den Hubschrauber? War unser tägliches, im Innenministerium, unser tägliches Verkehrsmittel. Wissen Sie, wenn Sie einen Verkehrsunfall mit dem Auto haben, fahren Sie irgendwann ja weiter Auto, ne? Gut, dass Sie es überlebt haben, Herr Baum, sonst säßen wir heute nicht hier. Darauf könnten wir uns zum Beispiel unseren letzten Gegenstand gönnen, eine Zigarre. Ich war verführerisch. Ich habe gerne Zigarren geraucht. Tue es aber seit vielen Jahren nicht mehr. Und zwar habe ich mir gesagt, dein Körper ist so vielen Anstrengungen und Anfechtungen ausgesetzt. Auf eine kannst du freiwillig verzichten, nämlich auf Nikotin. Aber Sie waren lange passionierter Qualmer, ne? Ja, aber ich war kein Zigarettenraucher. Ich war Pfeife geraucht und ich habe Zigarren geraucht. Übrigens, die letzten hat mir Walter Scheel geschenkt, der auch mit dem Rauchen aufgehört hatte und in mir einen dankbaren Abnehmer gefunden hat, bis ich dann auch aufhörte. Was ich machen muss, um mit 90 Jahren auch noch so frisch zu sein wie Sie, das weiß ich schon, Kölsch trinken. Lindner-Suppe essen, mit dem Rauchen rechtzeitig aufhören, habe ich zum Glück auch getan, packen wir wieder ein. Aber wo wir Sie mit all Ihrer Erfahrung schon mal da haben, hätte ich zum Abschluss gern noch ein paar persönliche Tipps, was zu einem gelungenen Leben gehört. Ich stelle ein paar Fragen, Sie antworten. In Ordnung? Ja, bitte. Was sollte man als junger Mann übers Alter wissen, bevor man alt wird? Sie können das Altwerden nicht üben. Das kommt einfach. Damit müssen Sie fertig werden. Sie müssen nur sich bewusst sein, dass Sie Ihr Leben ausfüllen müssen. Sie müssen versuchen, ein erfülltes Leben zu führen. Das ist ja einfach gesagt. Jeder macht das anders. Sie müssen Enttäuschungen überwinden, aber sich auf das Alter vorzubereiten, nein. Schwierig. Elektrische Zahnbürste oder per Hand? Per Hand. In welches Land muss man unbedingt mal gereist sein? In mehrere Länder. Also ich würde sagen, dazu gehört China, Japan, USA, auch der Osten, auch Russland. Also die großen Kulturen, Indien. Also die Vielfalt der Welt, Afrika. Ich war sehr viel in Afrika. Wo waren Sie als letztes?
Als letztes in Israel. Sollte man Kinder in die Welt setzen und wenn ja, wie viele? Na gut, das wie viele hat man nicht unbedingt in der Hand. Aber man sollte schon, ja. Warum? Na gut, es ist eine Bereicherung des Lebens. Ja, natürlich auch eine Last, wenn sie älter werden, werden sie schwierig. Und auch das muss man ertragen. Sie entfernen sich auch von den Eltern. Es gibt Konflikte. Aber ich finde, es gehört zum Leben dazu. Was ist besser fürs Ego? Ein Porsche oder ein schönes E-Bike? Ich lege keinen Wert auf einen Porsche. E-Bike auch nicht. Also, ein nützliches Fortbewegungsmittel. Kein Prestigeobjekt. Ein Fiat? Ja. Seine Brille putzt man am besten mit? Also ich mache das mit Pril. Wenn man fremdgegangen ist, sollte man? Ich kann diese Erfahrung nicht nachvollziehen. Gut. Und jetzt die alles entscheidende Abschlussfrage, Herr Baum. Macht das glücklich, so eine FDP-Mitgliedschaft? Ja, man strebt ja nicht durch eine Mitgliedschaft in einer Partei das Glück an, nicht? Also das Glück ist die Begegnung mit interessanten Menschen innerhalb der FDP und außerhalb der FDP. Wenn Sie wirklich in Bewegung bleiben wollen als alter Mensch, ja, dann müssen Sie das im Kopf zunächst mal machen. Sie müssen neugierig bleiben. Sie müssen auf Menschen zugehen. Sie müssen sich der Welt stellen. Sie müssen jeden Tag neu beginnen als eine Herausforderung. Nicht? Also Sie müssen kopfbeweglich bleiben und wenn es geht, irgendwo auch mit dem Körper. Das versuche ich mitzunehmen, Herr Baum. Darauf ein Kölsch. Prost. Prost. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Ich hoffe, Sie kommen demnächst mal wieder, spätestens zum 100. Würde ich sagen. Danke für den Besuch. In 2 Wochen haben wir hier Cem Özdemir zu Gast. Darauf freue ich mich auch. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Spitzengespräch gibt es auch als Podcast. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Und bis bald.